plötzlich hatte Casey genug Songs für eine Platte. Die haben wir aufgenommen und haben uns gesagt, jetzt sollten wir auch spielen. Und sind sofort losgefahren und haben gespielt. In Berlin und gleich auch in Hamburg. Und dein erstes Konzert war in Hamburg. Glaube ich. Ich erzähle mir von unserer Geschichte. Okay. Damals. Hamburg. Ja, erstes Konzert, genau. Genau, da sind wir auch gleich auf Tour gewesen in Leipzig und weiß ich was. Also jetzt etwas seit 5 Jahren? Seit 5 Jahren, ja. Ah, das ist gut. Und jetzt eure Tournee ist in Schweiz, Deutschland und Luxemburg? Na, es ist... Ja, kann man das immer so ein Gig in Luxemburg? Macht das gleich in Luxemburg-Tour? Nee. Nein, wir machen eigentlich jetzt eine Schweiz-Tour und auf dem Hinweg haben wir in Deutschland gespielt und wir in der Schweiz-Tour passiert ist, dass wir die Chance haben, in Luxemburg zu spielen. Okay, und wie kommt ihr auf die Schweiz? Wir tun ja, glaube ich, zum 4. Mal. Ja. Ah, okay. Einfach so gucken. Angefragt. Als wir noch so kamikaze-mäßig selber gebucht haben, alles und dann auch für eine Szene gespielt haben. Und so. Fragst du einfach rum und jemand kennt den, jemand kennt den. Das verselbstständigt sich dann so und dann kommst du halt irgendwie in die Schweiz, dann hast du irgendwie ein Lied da, dann wäre es irgendwann mal 3 und dann geht es so weiter. Und jetzt haben wir halt auch ein total schickes Label. Aha. Und dann müssen wir nicht mehr so viel arbeiten. Sehr gut. Der schreibt jetzt auch die Songs vor. Nicht wirklich. Nein. Da wird keiner rankommen. Hat ja nicht mal ich eine Chance, einen Song zu schreiben. Das wäre auch nicht schlecht. Wir sind quasi die Monkeys. Wie sieht's aus mit der Nervosität? Immer mal wieder. Ja? Ja, ja. So kurz davor? Es kommt drauf an. Also eigentlich äußert es sich heutzutage bei mir in keinen Bock haben. Früher war das eher so tödliche Lähmung. Ja. Und dann fühle ich mich immer mehr wohl auf der Bühne und so. Aber oft merke ich, dass das Gefühl noch da ist. Es ist, glaube ich, auch so ein Schutz, der Körper will sich davor schützen, dass du 365 Gigs im Jahr spielst. Deswegen sagt er dir irgendwann so, oh, heute echt nicht, ja, da habe ich echt keinen Bock. Das geht meistens eigentlich auch relativ schnell weg auf der Bühne, wenn es cool ist. So. Was ich noch kenne, ist auf der Bühne nach Song 12 plötzlich Bühnenangst entwickeln. Echt? Ja, so aus dem Nichts. Du denkst eigentlich, alles ist gut und plötzlich so... Und was geschieht dann? Da fühle ich mich einfach extrem unwohl auf der Bühne und fühle mich fehl am Platz. Ja? Ja. Und sieht man das dir an? Ja, ich breche Wein zusammen. Nein. Zerreiß meine Jackets. Nein, das sieht man mir nicht an. Das geht auch. Das sind so Momente, das durchschießt einen. Ich merke dann, während wir spielen in den ersten 2 Strophen von dem Song, warum ist Casey jetzt ein bisschen neben sich? Also das ist dann so, wenn man die ganze Zeit nebeneinander auf der Bühne steht, merkt man irgendwie sofort, wenn der andere irgendwie ein bisschen kränklich ist oder sich unwohl fühlt, was immer, das kann ganz natürlich sein. Manchmal hast du einfach keine Lust, mit Leuten auch so zu kommunizieren. Und Musik machen ist ja eine Art Kommunikation. Und wenn du eigentlich eher so schneckenhausmäßig drauf bist und mit deinem Buch im Bett liegen willst so, und du stehst dann aber draußen... Dann muss ich wieder das Bett auf die Bühne schieben, dann kennst du dich in Das kannst du dir noch ausprobieren. Und das eigentlich will ich das auf der Bühne halt auch können, dass ich halt bei mir bin. So. Und deswegen ist die Kommunikation unterschiedlich. Deswegen ist kein Lied gleich, wenn wir spielen. Weil manchmal habe ich halt voll Bock so auf diese ganze Kommunikation. Manchmal will ich eigentlich nur ich sein. So. Und dann fühle ich mich auch nicht unwohl, dass ich jetzt denke, haut alle ab. Sondern ich will einfach nur nicht reden müssen. Sondern ich will das Recht haben, mich nicht zu irgendwas gezwungen zu fühlen. Aber das musst du ja auch nicht, oder? Na, also wie zum Beispiel Bob Dylan, der kommt ja auch einfach auf die Bühne, singt und dann geht er wieder. Ja. Und fertig, das war es ganz simpel und schlicht. Manche Leute haben diese Erwartung, sagt doch nur das. Das finde ich aber erzeugt nur so einen Druck und dann redet man auch eine Scheiße. Also das ist wie wenn jemand sagt, so jetzt erzähl mal einen Witz und du, und das geht nicht. So. Stimmt. Wenn du aber merkst, ach das Gefühl ist gut, dann entstehen ganz automatisch großartige Situationen. Und kommt drauf an, wie viel die getrunken haben. was für ein Publikum habt ihr denn so generell? Keine Ahnung, jeder Mann, jeder Frau. Ja, ich glaube, neulich kam eine Frau, wahrscheinlich 65, schätze ich mal, nach dem Konzert zu uns und sagt, ach, das war ja so schön, das hat mir so gut gefallen und ich habe auch ihre CD gekauft und so, aber es ist ja, ich bin ja gar nicht ihr Publikum. Und da haben wir jetzt zu ihr gesagt, es hat ihnen gefallen. Damit sind sie doch unser Publikum, danke, dass sie gefallen hat. Also ob du jetzt 15 bist oder 65, mir ist es gleich. Wenn jemand die Musik mag, freue ich mich. Und
deshalb haben wir das, also so ist das Publikum auch. Wir haben manchmal ein grauhaariges Publikum, jetzt nicht ausschließlich. Aber und die freuen sich total und kaufen genauso CDs wie ein Studentenpublikum. Okay, aber was ist denn so die generelle Tendenz? Eher jung, älter? Das hängt höchstens von den Laden ab, in denen wir spielen. Ich glaube, die Musik, die wir machen, ist ja auch relativ zeitlos. Ja. Diese ganze, überhaupt der ganze Folk-Songwriter, Bluegrass-Klöbel, ist ja, also wenn ich auf ein Konzert gehe von Bonnie Prince Billy oder so, sind ja auch alle. Ja. Also da ist irgendwie jetzt keine, gut 16-Jährige ist jetzt nicht unbedingt, sondern es geht dann eher Richtung Party. Oder die ganzen knallharten Rockabilly- und Hardcore-Fans, die werden auch nicht zu uns kommen. Also man kann aber immer, wenn sie älter werden, kommen sie zu uns und sich ein bisschen gesetzter. Ja, ich höre jetzt ja auch sowas, was ihr macht. Oder wenn sie eine Freundin haben, weil sie irgendeine Musik aufnehmen müssen. Aber man kann schon sagen, dass Teenies auf unsere Musik nicht tierisch abfahren. Nein, also Teenies haben wir selten im Publikum, die begeistert sind. Ja. Mhm. Nein. Okay. Eher 20, 25 aufwärts, also, glaube ich. Linksliberale Öko-Fritzen. Lehrer? Nein. Okay. Und wie ist es denn, wenn ihr so von Stadt zu Stadt geht? Wechselt das Publikum? Es kommt immer dasselbe Publikum mit. Sehr gut. Wir sind die neuen Grateful Dead. Genau. Okay. Grateful Dead. Das kommt natürlich auch auf den Veranstaltungsort drauf an. Wenn du jetzt gebucht wirst in einem Laden, wo Kids rumhängen, dann spielst du vor Kids. Wenn du gebucht wirst in einem Folkladen, wo immer nur irgendwie so theoretische Folk-Leute rumgeistern, dann sind halt die da. Okay. Also das ist es geht nicht jeder 60-Jährige automatisch in einen Rockschuppen. Ne? Ich glaube, es ist sehr ladenabhängig. Ja, ja und wählt ihr dann auch selbst aus oder sagt ihr, ja klar, ich spiele überall. Wer rein darf? Nee. Also seid ihr da wählerisch, wo ihr spielt? Also nur wenn es zu ranzig ist, spielen wir da nicht. Aha, was aber heißt ist, nein, wenn man im Internet schon sieht, irgendwie, wow, das ist aber irgendwie seit 50 Jahren Irish Pub und da wurde nie sauber gemacht und das ist ranzig. Okay. Aber nein, wir wollen, der Hauptzweck der ganzen Kiste ist natürlich, die Menschen zu erreichen, die sich für diese Musik interessieren. Und das findet überall statt. Es geht nicht so sehr um Geld oder Budget, sondern es geht hauptsächlich um diese, dass man die Möglichkeit hat, an diesem Ort mit den Leuten quasi diesen Event zu veranstalten, das Konzert. Mhm. Und wo das stattfindet, ist eigentlich egal. Es gibt Festivals, es gibt Kneipengigs, es gibt Clubs, es gibt so eine Art Lesungsbühne am Klackzirkel, alle auf tibetanisch gestickten Kissen oder so, oder mit Tee und so. Also überall, wo die Leute irgendwie Bock drauf haben. Und das, am Ende sind es ja auch die Veranstalter, die unsere Musik hören und sagen, das gefällt mir, kann ich mir gut in meinem Laden vorstellen. Und das ist dann irgendwie alles dabei, weil wenn der Veranstalter das mag, dann kümmert er sich darum, dass es gut ankommt, gut beworben wird. Dann sind es sein Publikum da. Das ist gar nicht so sehr unsere Entscheidung, es ist eher die Entscheidung eines Veranstalters, ob er sagt, das möchte ich gerne in meinem Laden, weil das ich mir vorstellen könnte, dass mein Publikum das macht. Also da sind wir eben Dienstleister, die sagen, wir wurden gebucht, wir fahren hin, weil ich kenne den Laden, ich kann ja nicht vorher immer in jede Stadt fahren. Und nein, ich denke, dass wir da hinpassen. Das entscheidet der Veranstalter, wenn er die Musik hört. Es gibt natürlich tolle Läden, die wir spielen wollen, aber die sind einfach zu groß. Also da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, bis wir die füllen können. Da sagt der Veranstalter vielleicht auch, gefällt mir, aber es kommen vielleicht nur 100, 200 Leute und hier passen aber 600 rein. Okay. Na, dann ist schon klar, wenn er sagt, lass das mal nächstes Jahr für das. Was war denn das größte Publikum, das ihr bisher hattet? Ungefähr. Wir haben auf der Fusion gespielt, das ist nördlich von Berlin, ein Festival, da kommen so über die 4 Tage, die das läuft, 70.000 Leute. Oh, wow. Über die 4 Tage. Es gab